Jo Leute, hier sind wieder Freideponia mit dem Patrick. und mit mir Medi. Ja, ich musste die letzte Folge leider alleine aufnehmen, da Medi da nicht zur Verfügung stand, aber jetzt sind wir wieder zu zweit und unserem Partner waren. Hui! Ja, gestern war ein bisschen schlecht für mich. Lange Schule plus sehr viele Hausaufgaben Ja, und und ich musste ja, es so spät noch rausnehmen, dass bisschen ich scheiße. am Mittwoch den Special-Tag machen konnte. Übrigens, sorry schon mal, dass die Specials von meinem Commentary und von Minecraft zu später gekommen sind. Aber das lag daran, dass mir unterm Upload einfach mal mein PC ausgegangen ist. Da muss ich sie nochmal ab und da ist es ein bisschen später gekommen, dass ihr da gewusst habt, was da vorgestern los war. Oder gestern, ich weiß noch nicht mehr, wann, ob die Pony donnerstags oder freitags kommen, aber ich glaube donnerstags. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, mache ich einfach mal in der Story weiter. Und. Waren wir nicht schon an der Stelle, wo ich die Katze, also wo ich den Trick mit der Katze und dem Baum gemacht habe, weil wir waren da schon, Ja oder? klar, mir ist doch damals der Laptop unter der Aufnahme abgeschmiert. Weißt du es nicht mehr? Lange ist's her, lange Ja, ist's her. Gott sei Dank sind wir jetzt wieder da. Also fangen wir einfach mal an. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Alarm, mein Führer! Oh, so süß die Katze, wie sie schnurrt. Schnurre, schnurre. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Junges Fräulein. Miet, Ach so. Miet, miet. Frechheit siegt. Tschüss. Ach ja, genau, da war noch der Bulle. Ich denke mir gerade, was macht da so Mu? Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Wenzel. Boah, wie ich Wenzel mittlerweile hasse, ne? Ach, ich laufe einfach rein. Ich ignoriere einfach. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Oh Gott! Toni! Du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts. Sieh an! Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Genau. Und was soll dieser Aufzug? Sieht aus wie der große Obermacker. Ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Wie Rufus schon ich grinst. Meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ja. Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Warte mal, ich muss kurz was gucken. Nebenbei. Was Wichtiges. Okay, gut, passt. Alles super. So. So. Medi sieht auch wieder alles. Ja. Da würde ich sagen, geben wir in den Keller und suchen mal nach Goal. Wo könnte Goal sein, Medi? Was denkst du? Erst im Schrank. Zweitens wollte ich noch was sagen. Nämlich, wenn wir schon beim Thema Mädchen sind. Wir haben, also ich bin in der 9. und wir haben eine in der Klasse. Ja? Die, ja, ist ein bisschen komisch, also. By the way, so komisch wie ich! Die hat nein, die sieht nicht besonders schön aus, also sie ist mittelmäßig. ziemlich braun gefärbt. Also, ich habe jetzt nichts gegen gebräunerte Mädchen oder Jungs. Ich bin auch ziemlich braun gebrannt. Allgemein, ja, aber. So, also ich glaube, die ist in den irgendwas ist mir egal, Indianerin. Okay. Sie hat halt irgendwie, also sie war halt so da gehockt, hat mit zwei anderen Mädchen gelabert. Aha. Und ich bin auch dazu gekommen, weil wir müssen immer auch für den auf den Zug warten. Und habe ich mich dazu gehockt, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja. Also, wie ihr zuhört. Und
Die sind dann irgendwie auf das Thema gekommen. Also ich habe das nicht angeknallt. Ja, ja. Penis Grüße. Ah, okay, erzähl weiter. Dann meint sie doch so, ja, also im Schlafen Zustand oder nicht schlafen, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Ja, also hat dann so gezeigt mit den Fingern, so 15 cm sind schon mindestens. Und ich denke mir, what the fuck, 15 cm im schlafen Zustand, gell? Also, ja, übertreib's mal nicht. Ja, also meiner ist auch immer so steif 3 Meter lang. Ja, bei meinem sind es 5 Meter. Ja, soll sie sich einen Pornos da suchen, habe ich mir nur so. Long John Silver hat einen, der ist 30 cm lang. Ja, ich weiß sowas. Das ist ein berühmter Pornos, ja. Der längste Penis der Welt hat, der ist 30 cm lang. Wenn der eine Erregung kriegt, dann ist beim Gefahr, dass er zu viel Blut aus dem Gehirn verliert und ohnmächtig wird. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, hä? Wenn du so übel den langen Dödel hast, so, dann muss noch mindestens ein Drittel von deinem Blut da reinfließen. Okay, war es das jetzt, oder? Ja, gut. Ich habe später noch was zu erzählen, aber da kommen wir noch. Ja, in den langsamen Schritt, also. Goal! Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hole dich hier Skull-Line. Raus. Oh nein, das sind sie. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. So ein scheiß Verräter. Ich hasse Wenzel mittlerweile wirklich. Okay, schnell. Alter, Wenzel sieht irgendwie leicht aus wie ein Zuhälter mit seinem Drink. Plus dann mit der Toni, die gerade duscht und der Goal im Schrank. Wer weiß, vielleicht will der uns ja da Pucki eine Metamitteilung übersenden. Unglaublich, ey. Nein, ich brauche etwas Stabileres. Okay, dann nimm mal den Handschweißgerät. Das dauert so lange. Dann die Espresso-Tasse. Nein, ich brauche etwas Stabileres. Dann den Trichter. Nein, dann benutzt du Trichter mit, was kann man denn hier noch? Mit der Quelle. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Falls ihr jetzt denkt, warum zirkelt der hier gerade so raus, das erzähle ich euch gleich. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Und zwar kommt das gleich Kapitel 2. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Und ich würde gerne so cutten können, dass die nächste Folge mit Kapitel 2 beginnt. Aber da jetzt gleich alles losgeht, wenn wir 8 Minuten haben, muss ich noch ein bisschen verzögern. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Da würde ich sagen, erzählen uns Medi gleich noch eine kurze Geschichte. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun. Und wenn ihm nichts einfällt, überlege ich mir was. Also, fällt dir was ein? Es ist vielmehr eine Tatsache als eine Geschichte. Weil wir nehmen zurzeit die NSDAP, also Nationalsozialismus und Hitler und so in der Schule durch. Und die haben ja alle verallgemeinert, die Nationalsozialisten. Haben ja gesagt, die Juden sind alle schlecht. Die, keine Ahnung, Sinti und Roma. Rufus schläft bei deinem Monolog ein. Wer es jetzt nicht als Sinti und Roma kennt, die Zigeuner sind auch alle schlecht. Die, keine Ahnung, also. Hey, was noch fast? Die Ausländer, die Kranken sind alle schlecht. Die Behinderten sind alle schlecht. Ja. Also alles schlecht, böse, Kat vergast. Ja. Und gefoltert und so. Und, dann habe ich mir gedacht, unser Geschichtslehrer, hat dann irgendwie gesagt, ja, also, so Verallgemeinerungen, also Leute, die dass man, wenn man verallgemeinert, mit dem Nationalsozialismus vergleicht werden kann. Aha. Weil die haben ja auch verallgemeinert. Nur wenn du jetzt sagst, jeder, der verallgemeinert, ist ein Nationalsozialist oder Nazi oder. Dann verallgemeinerst du das ja auch wieder. Genau. Und dann bist du selber Nazi. Dein Geschichtslehrer ist Nazi. Ja, so ein scheiß Nazi. Also unser Geschichtslehrer, unser Geschichtslehrer ist sowieso beste Geschichtslehrer der Welt, Junge, wenn du zuguckst, Schabesel, du weißt, wen ich meine.
Also mit dem haben wir Austrittereich durchgenommen und der ist dann teilweise vorne hingestanden und hat in seinen Reden nachgeahmt. Und dann werden wir, der hat den wirklich mit den Gesten und alles, der hat den so gut nachgeahmt und unsere ganze Klasse hat sich nicht mehr halten können vor Lachen. Das war sowieso der Bachelor der Welt, der hat schon mal Jürgen an die Eier gefasst, der hat mal gesagt, stolpert nicht über... Ich erzähl's dir mal kurz, also es war so, wir hatten mittags Französisch, ich hatte damals auch nur Französisch, ich hab's jetzt nicht mehr. Und dann stand halt so, war Jürgen auf dem Klo, oder kam gerade vom Klo, jetzt gleich alles falsch versteht, und stand so an der Tür. Und dann kommt so unser Lehrer, guckt nicht hin, guckt so gesehen in die linke Richtung und die Tür war rechts von ihm, geht so an die Klinke, will die Tür runterdrücken und sagt, und dann sagt es so, oh, da steht ja nur jemand, hat Jürgen voll an die Eier gefasst. Ui. Und mein neuer Physiklehrer hat meinen Zirkel kaputt gemacht. Keine Ahnung. Unser Geschichtslehrer ist Herr Herding. Mhm. Ja, Herding. Also eine Sache noch, und unser toller Geschichtslehrer hat auch gesagt, man soll nicht über das Tageslichtprojektorkabel stolpern, ne, weil es so ein bisschen blöd eingesteckt hat. Was passiert eine halbe Minute später? Medi? Du stolperst drüber. Nein, er stolpert selbst drüber. Ich hätte dir jetzt ernsthaft zugeschaut. Das glaube ich dir. Das passiert doch normalerweise nur dir. Ja, eigentlich schon. Okay, noch ein bisschen, eine Minute zirke ich noch raus. Was wollte ich jetzt gerade noch erzählen? Ach ja, genau, es war so. Jürgen und ich saßen in der ersten Reihe, direkt vor dem Lehrer, wirklich direkt davor am Pult und haben Schokolade gegessen, ne? Und in der letzten Reihe, ganz hinten rechts, trinkt einen Schluck Wasser. Hobbesler steht auf und sagt, du da hinten, trink nicht, getrunken wird gefälligst in der Pause. Aber, oh, ja, ich glaube, das war einfach so eine unbezahlbare Zeit. Ich hätte den Lehrer gern zurück. Ja, und ich würde sagen, auch das reicht mit rauszug. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen, in der wir nur verzögert haben. Hui! Oh. Was? Das? Oh je. Alter. Oh je.